Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Card-Duplication Glitch für euch. Und zwar ist dieser momentan immer noch der einzigst funktionierende Card-Duplication Glitch für euch nach den ganzen Glitches, die bereits gepatcht worden sind. Und ich stelle euch heute einfach nochmal vor, wie das Ganze funktioniert. Dieser Glitch gibt es allerdings schon seit 2 Wochen, ist sogar solo, leider mit iFruit-Kennzeichen, aber man kann froh sein, dass dieser Glitch immer noch funktioniert, denn dieser Glitch ist wirklich meiner Persönlichkeit nach ziemlich einfach. Wir kommen direkt mal zu den Voraussetzungen. Ihr braucht auf jeden Fall eine Basis. Danach braucht ihr eine Avenger plus die Fahrzeugwerkstatt, dann ganz wichtig ein iFruit-Kennzeichen, einen Easy in der Basis, Elegy in der Basis und eine Firmengarage, die komplett voll sein muss. Wenn ihr das Ganze habt, dann steigen wir jetzt in der Basis in den Easy ein, den wir duplizieren wollen und drücken dort die Falltaste nach links. Jetzt können wir hier was am Easy ändern und zwar gehen wir am besten direkt zum Nummernschild und klatschen uns dort das iFruit-Kennzeichen drauf, dass wir es später nicht mehr machen müssen. Wie ihr jetzt aber hier seht, habe ich bei mir kein iFruit-Kennzeichen, bei mir ist es auch nicht relevant, ich verkaufe die Kopie nicht, ich nehme ja nun den Glitch für euch auf, um euch das Ganze zu zeigen, deswegen nehmt euch dort kein Beispiel. Jetzt einfach die Avenger verlassen, ihr werdet nach einem kleinen Moment aus der Avenger auch rausgeschmissen und spawnt auf dem Stellplatz. Wenn wir wieder gespawnt sind, einfach wieder in den Easy einsteigen und auf der R2-Taste mit dem Easy die Basis verlassen. Draußen angekommen, aus dem Easy aussteigen, den Easy einmal einlagern und den Mechaniker anrufen, denn wir müssen uns jetzt irgendeinen Elegy aus irgendeiner Garage bestellen. Das heißt, wir rufen den Mechaniker an und bestellen uns irgendeinen Easy aus irgendeiner Garage, spielt komplett keine Rolle, aus welcher Garage dieser Elegy kommt. Wichtig ist nur, dass es ein Elegy ist, denn dieser wird gelöscht. Mit dem Elegy in die Basis reinfahren, Basisvollmeldung bestätigen, ganz wichtig. Und wenn wir da drinnen sind, dann können wir uns jetzt hier den Elegy ersetzen, den wir hier drinnen stehen haben. Wenn wir das Ganze getan haben, gehen wir jetzt zu dem Fahrzeug, das wir duplizieren wollen, also zu unserem Easy. Wenn ihr mehrere Easys, so wie ich hier drinnen stehen habt, spielt es keine Rolle, welcher Easy das ist. Einfach einsteigen, die Falltaste nach links klicken und wir werden jetzt ohne Easy in der Avenger spawnen, genauso wie ihr es jetzt hier seht. Wenn das nicht so ist, einfach den Glitch wiederholen, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Wenn aber alles geklappt hat, laufen wir jetzt zu Fuß zum Cockpit der Avenger. Das heißt, wir stellen uns vor diese Tür und drücken jetzt die X-Taste und laufen direkt vor der Tür wieder weg. Das heißt, X-Taste und wieder wegrennen vor der Tür. Wenn alles geklappt hat, bleiben wir jetzt hier einfach stehen, warten einen kleinen Moment und wir werden sehen, wir werden wieder von der Avenger in die Basis teleportiert und dann sollte das ein kleines bisschen rumbacken. Genau so sollte das hier sein. Wenn alles geklappt hat, habt ihr alles richtig gemacht. Wir gehen zum Ausgang, verlassen die Basis oder wir werden automatisch rausgezogen. Wenn das Ganze aber nicht so ist wie gerade eben, dann habt ihr irgendetwas schief gemacht und müsst das Ganze nochmal von vorne machen. Ansonsten draußen angekommen, bestellen wir uns jetzt über den Mechaniker wieder einen x-beliebigen Elegy von irgendeiner Garage. Ja? Also irgendeinen Elegy von irgendeiner Garage bestellen, wenn dieser gespawnt ist, dann gucken wir jetzt, dass wir auf Markierungsoptionen auch alle blaue Jobs aktiv haben. Das heißt, dass wir alle blauen Jobs auf der Map angezeigt bekommen. Und dann teleportieren wir uns per Job-Teleport zur Firmengarage. Das heißt, wir gehen auf die Karte, suchen den nächstgelegenen blauen Job aus, diesen auf Viereck und X starten. Dann gehen wir aufs PlayStation-Menü und suchen den Anavac 2 Bot raus. Falls wir aber auf der PS5 oder Xbox spielen, dann heißt der Bot anders. Also der Bot heißt einfach anders. Die Liste dazu findet ihr aber nochmal in den Kommentaren. Ansonsten, wie gewohnt, einfach dem Bot beitreten, erste Meldung bestätigen, zweite ablehnen, boom, wir sind gespawnt. Und was wir jetzt machen, ist ganz einfach, wir suchen uns jetzt irgendein Straßenfahrzeug von der Straße und fahren mit dem Straßenfahrzeug zur Firmengarage. Wir fahren jetzt in die Firmengarage rein und zwar in diese Ebene, die voll ist von euch, dass diese Meldung hier angezeigt wird. Die könnt ihr mit X bestätigen und dann könnt ihr auch einen Controller zur Seite legen, denn ihr drückt jetzt bitte nichts auf den Controller. Ihr werdet nämlich sehen, ihr teleportiert euch gleich von der Firmengarage, bumm, automatisch wieder in die Basis.
Dort läuft ihr dann zu eurem Easy, den ihr duplizieren wollt. Muss nicht der sein, den ihr gerade eben benutzt habt. Einfach einsteigen, die Pfeiltaste rechts drücken, etwas am Easy ändern. Jetzt hier am besten noch das iFood-Kennzeichen drauf machen, falls ihr es noch nicht drauf gemacht habt, und das Fahrzeug verlassen. Das war's auch schon im Großen und Ganzen. Wir haben das Fahrzeug dupliziert. Auf dem Internet können wir das Ganze jetzt nachprüfen, indem wir einfach mal auf Bennys oder sonstiges gehen, auf irgendein Fahrzeug, einfach hier eine Farbe auswählen, und wenn wir auf Firmengarage gehen, sehen wir haben hier unseren Easy Zukunftsschock, den wir dupliziert haben. Ja? Das ist die Firmengarage 1, wo ich hier gerade drauf bin. Ihr habt es gesehen, das ist die Kopie. Diese steht jetzt in der Firmengarage drin. Einer von den zwei ist jetzt mein Original. Ich weiß aber nicht mehr, welchen ich benutzt habe. Ist aber auch kein Problem. Ihr könnt den Glitch jetzt einfach wiederholen, indem ihr wieder Elegies in die Basis reinkauft. Am besten die Elegies komplett, also die Basis komplett voller Elegies klatscht. Und dann könnt ihr es so wiederholen. Einfach wieder in den Easy einsteigen, Falltaste rechts, etwas am Easy ändern und die Avenger verlassen. Ja, ansonsten war es das hier mit dem Glitch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn euch das Video denn gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Abo und ein Like da. Und ansonsten gerne die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und apropos, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, falls die Glocke mal nicht geht, dann gerne mal unseren Discord-Server beitreten. Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten vielen, vielen Dank für den Support und fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, Jungs und Mädels. Haut rein, bis dann, euer Kudix.